Good morning. Good morning, everyone. Please take your seats. We'd like to get started. With a 9-minute delay, that's not so bad. Herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Röder. I'm the founder and the organizer of the Karajan Music Tech Conference, and I welcome you all to Salzburg. I'm very glad that we can be here in this wonderful university, and so it is my great pleasure to welcome to the stage Elisabeth Gutja, the president of the Mozarteum University. Please help me in welcoming her to the stage. Herzlich willkommen, Frau Gutja. Wir haben ausgemacht, weil es eine internationale Veranstaltung ist und weil wir hier in Österreich sind, dass wir die Begrüßungsworte auf Deutsch und auf Englisch halten. Ich bin mir sicher, jeder von Ihnen hat neben sich einen Nachbarn, der gut übersetzen kann. So please welcome us in German and in English. Well, hello to everybody. Thank you for coming and welcome to the University Mozarteum Salzburg. Ich spreche auf Deutsch weiter. Ich heiße Sie alle sehr, sehr herzlich willkommen hier in unserem Haus. Für uns eine wunderbare Gelegenheit, den Begriff Musik nochmal ganz, ganz weit zu denken. Was wissen wir denn so ganz genau, was Musik überhaupt ist? Ist es nur das, was von den Instrumenten, von Komponisten, von Ensembles, von der Stimme zu uns dringt? Oder ist es noch viel, viel mehr? In welche Bereiche unseres Gehirns, in welche Bereiche unseres Denkens, unserer Gestaltbildung von der Welt dringt das Phänomen Musik? Ein bisschen schielend auf Kant mit den A priori, vielleicht ist sogar Musik eine Art A priori unseres Seins. Nun, ich will Sie nicht auf philosophische Pfade lenken oder leiten, sondern nur den Begriff Musik so weit denken, wie er heute vielleicht auch gedacht ist. In all den verschiedenen Erscheinungsformen in unserer Kultur, in unserem Handeln, in dem Ausdruck des menschlichen, künstlerischen Handelns und in dem Miteinander. Und natürlich in dem Aspekt von Innovation. Ist nicht eine große Frage auch für Universitäten, nachzudenken, wie können wir das, was wir in der Tradition geerbt haben und weiterpflegen, so weiterentwickeln, dass es auch in einer völlig digitalisierten, vielleicht gut verbundenen Mensch-Maschine-Welt weiterlebt? Wie kann es so sein, dass wir das Erbe nicht verlieren, das Besondere, was wir in Musik erleben, weiter hochhalten und dennoch in ganz virtuoser, innovativer Art technisch unterwegs sind? Das sind die Fragen, glaube ich, die wir uns heute stellen. Und herzlichen Dank an Herrn Röder, dass er uns diese vielen Einblicke ermöglicht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, einen spannenden Tag und freue mich auf viele gute Begegnungen. Auf Wiedersehen. Thank you very much. Vielen Dank. Ich habe jetzt die große Ehre, it is my great pleasure to welcome to stage the President of the Parliament of Salzburg, die Landtagspräsidentin von Salzburg, Frau Dr. Brigitta Palauf. Herzlich willkommen. Welcome. Einen schönen guten Morgen and a warm welcome to Salzburg, to the heart of the heart of Europe, as Hugo von Hofmannsthal described Salzburg. Ja, ich freue mich, dass ich Sie in Vertretung des Landes Salzburg Sie hier bei dieser Konferenz begrüßen darf, im Herzen des Herzens Europas. Salzburg ist jedenfalls das Herzzentrum für Musik und Kultur. Vor fast 100 Jahren, 1920, wurden die Salzburger Festspiele gegründet. Heuer finden die Osterfestspiele zum 52. Mal in Salzburg statt. Wir eröffnen sie morgen. Beide Festivals sind
untrennbar eigentlich mit Herbert von Karajan verbunden, denn er führte sie beide zur Weltruhm. Herbert von Karajan war mehr als ein begnadeter und großer Musiker. Gestern wurde beschrieben, dass er in einer anderen Welt erhaben quasi gewirkt hat. Er war aber auch ein Amateurwissenschaftler und Techniker. Er war immer offen für Neuentwicklungen, Weiterentwicklungen und Innovationen. Er war bewegt, ja, getrieben, Musik auf höchstem Niveau einem größtmöglichen Publikum nahezubringen. Das Ziel von Herbert von Karajan war, das Beste aus der Musik mit Hilfe der Technik herauszuholen, neue Technologien für die klassische Musik zu nutzen, Fortschritt und Innovation zu ermöglichen. Ja, dem hat sich das Eliette und Herbert von Karajan Institut verschrieben. Dies wird vor allem auch durch diese heutige Konferenz unterstrichen. Es werden Experten in Dialog gebracht und jungen Unternehmern, Forschern und Entwicklern auch eine Plattform geboten. Durch diese hochrangige Konferenz wird die Passion des Genius Karajan weitergetragen und lebendig gehalten. Herbert von Karajan wird oft mit dem Satz zitiert: Ich wäre lieber 20 Jahre später geboren. Wahrscheinlich, weil er erahnte, welche Möglichkeiten die neuen Medien und Technologien noch bereit halten würden. Was würde er wohl heute sagen, wenn künstliche Intelligenz kreativ wird und die Musikbranche verändert? War doch Kreativität und die Fähigkeit, Kunst zu erschaffen, bislang, so die herrschende Meinung, Menschen vorbehalten. Lange galt, Kreativität ist all das, was ein Computer nicht ist. Doch durch die Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz bröckelt diese Annahme auch im Genre der Musik. Kreativität kann dadurch entstehen, dass die Algorithmen nicht nur nach vorgegebenen Mustern eine Melodie erzeugen, was Computer ja schon lange können, sondern dass sie lernen, eigenständig neue Kombinationen und Melodien zu erschaffen. In der Fotografie und Videobearbeitung hat KI bereits lange Einzug gehalten. Für mich als interessierter, aber nicht wirklich technisch versierter Mensch erscheint mir das fast wie ein Tsunami, der Tsunami der künstlichen Intelligenz, die auf uns zurollt, auch in der Musikbranche. Vielleicht ist das auch eine Suche nach Klängen, die es bisher noch gar nicht gab. Musiker, die Technik als Partner und nicht als Gefahr verstehen, das war die Vorstellung von Herbert von Karajan, der in Vorfreude auf die Möglichkeiten der digitalen Revolution auf eine zweite Existenz hoffte, an die er, wie er kurz vor seinem Tod auch noch ausführte, fest glaubte. Ich glaube, der Maestro wäre wohl zufrieden mit dem bunten Techniktreiben und vor allem wäre er sehr zufrieden mit dieser Konferenz hier in Salzburg. In Salzburg, das sich als Epizentrum der klassischen Musik, aber auch als einzigartiger Musikinnovationsstandort hier auch durch diese Konferenz manifestiert und sich einen festen Platz erarbeitet. Das ist vor allem auch Ihr Erfolg, Ihre Arbeit, weil Sie alle heute hier zu dieser Konferenz gekommen sind. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche, bereichernde Konferenz, insgesamt einen hoffentlich nicht nur eintägigen Aufenthalt hier in der Stadt, sondern längere Zeit für all unsere Gäste hier mit interessanten, aber vor allem auch wunderbaren Musikerlebnissen hier auch bei den Salzburger Osterfestspielen. Alles Gute!
secrets of organizing a conference is that in the opening remarks, put very smart people in front of you so that you don't have to say so much afterwards. Thank you very much for these kind words of introduction to both of you. I wanted to take the opportunity to say a few words about the Kalayaan Music Tech Conference and what it is that we are trying to do here. As you have heard, Herbert von Kalayaan was someone who was really believing very strongly in the future of music with the help of technology. His goal was to bring the beauty of music to as many people as possible in the world. And he set the example that this can be achieved very well and very efficiently, and still with the heart and with the soul that the music carries, with the help of technology. So when we come together here once in the year in Salzburg to the Kalayaan Music Tech Conference, then our goal is also to think about how technology and music can interact and how they can work together to bring deeper emotions and more fulfillment to the people. I think this is very important to each and every one of you who is here today. Someone said that if something happens three times, then you could call it a tradition. I'm really happy that we can now call the Kalayaan Music Tech Conference a tradition of Salzburg, of this wonderful city for music. In bringing you all here, we would also like to accentuate the aspect of innovation, of course. And what is innovation? To me, innovation is that creative people come together, they think about what the future might be like, and then they try to achieve it. So the way that I think about the Kalayaan Music Tech Conference is that it's a platform for people from various countries, even from various continents, a platform for people from the art world, people from the business world, from various industries that come together and think about this topic that unites us all, music. And so it gives me great pleasure that not only do we have some of the world's leading experts in their fields here today, we also have business people, we have students, we have startups, and we have musicians. When the day continues in the afternoon, we will all walk over to the other part of the building where you will find the Innovation Lab, an exhibition of experiences through technology. And I invite you all to go there, spend time with the exhibitors, and learn about what it is.